Mein Name ist Helmut Berger. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Meine Geschichte. All cameras on me. Now. All cameras on Helmut Berger bei der gestrigen Kinopremiere in Salzburg. In den späten 1960er und 70er Jahren internationaler Filmstar, schönster Mann der Welt, der als erstes männliches Model das Titelblatt der Vogue zierte. Und Enfant terrible, bekannt für seine Sexskandale, Drogenexzesse und Schimpftiraden. Fuck you. Richtig. Helmut Berger. Nach Die Verdammten, Der Garten der Finzi Contini und Ludwig gilt der 29-jährige Salzburger, der kaum je Schauspielunterricht nahm, als international bekanntester deutschsprachiger Filmschauspieler. Den Durchbruch schaffte er in Viscontis, Die Verdammten. Einen Mann, einen richtigen Mann. Es ist schon seltsam, dass der beste junge italienische Filmschauspieler ein Österreicher ist. Not an Italian. Ich bin jemand. I am a self-made man. Filmisch ist es um den Selfmade Man in den letzten Jahren ruhig geworden. Was dabei entstanden ist, ist eine tiefe Freundschaft und der Versuch, neben dem Schauspieler Helmut Berger auch den Privatmenschen Helmut Steinberger zu treffen. Was man sich so alles über sich selber anschauen kann. Er hat immer zu den Schauspielern gehört, von denen Alfred Polger sagte, dass sie so tief im Metier stecken, dass sie sogar das, was sie sind, scheinen wollen. Sie tragen selbst noch die Haut, aus der sie nicht fahren können, als Kostüm. Bergers Kostüm war der schlechte Ruf. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Befriedigt Sie das als Zuschauer, wenn ich mich daneben benehme? Fuck you, fuck you. Das Klischee, das hängt dir ja die Presse an. Die machen ja aus mir entweder einen Clown oder einen betrunkenen Berg. Es gab ja Zeiten, wo ich wirklich schwierige Zeiten durchgemacht habe. Und mit Exzessen von Alkohol oder Exzessen mit Drogen und so weiter. Und dann schon eine schwierige Zeit. Aber ich sitze immer noch da. Mich Unkraut verdirbt nicht. Helmut macht Pläne für die Zukunft. Auf dem Land blüht die Schauspielikone auf, bereitet sich für neue Engagements vor. Siehst du, ich brauche auch keinen Alkohol mehr. Ich trinke nur meinen Weißwein, damit ich ein bisschen wach werde, weißt du. Und erinnert sich zurück an seine wichtigste Bezugsperson, seinen Entdecker, den großen italienischen Regisseur Luchino Visconti. Mehr als 12 Jahre lang waren sie ein Paar, bis zum Tod des Filmemachers im Jahr 1976. Seither bezeichnet sich Berger als Viscontis Witwe. Mir fehlte dann diese Stütze, die Schultern von jemandem, der mir Ratschläge gibt. Und die war nicht mehr da. Und deswegen habe ich auch dann den Selbstmord probiert zu machen. Hast du dich danach noch in jemand anderes verliebt? Nein. In niemanden, nein. Tut das weh, wenn man älter wird? Oder vielleicht ein bisschen verfällt? I sit and watch. And tears go by. Haben Sie nie etwas bereut in Ihrem Leben? Nein. Reue ist das Gefühl, etwas Falsches zu bedauern. Und ich habe nie etwas Falsches getan. Sie haben nie etwas Falsches getan? Nein. Ich lebe den Moment und den Moment haftet nichts Falsches an. Sie sind ein guter Schauspieler. Also ich habe sehr viele Phasen erlebt in meinem Leben. Zwischen Hippie, Punk, seriös und nicht seriös. Also ich habe gut gelebt, muss ich sagen. Alle Phasen, die man durchleben kann. Uns vereint doch alle der Wunsch, irgendwo anzukommen, oder?
Helmut Berger, Meine Mutter und ich ist das Porträt eines Exzentrikers, einer Diva mit selbstzerstörerischen Zügen und eines überraschend umgänglichen Mannes, der sich nach außen gerne unverletzlich zeigt. Und dann schreib einfach auf das Blatt, was du denkst, was andere Leute über dich denken. Ist mir scheißegal aus.